Jetzt gehst du in die zweite Saison mit der Eintracht. Vielleicht kannst du schon mal ein Fazit von der letzten ziehen. Was lief besonders gut und was muss noch ein bisschen verbessert werden? Ein Fazit ziehen ist immer schwierig über sich selbst, muss ich sagen. Also wir hatten letztes Jahr natürlich ein sensationelles Jahr, weil wir einfach die Europa League mit den ganzen Fans gerockt haben. Ist ein bisschen schade, wenn man dann immer noch zurückblickt, dass wir dann so unglücklich ausgeschieden sind. Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir dann gegen Neapel gespielt hätten. Man hat gesehen, wir können mit den großen Mannschaften mithalten, definitiv, und deswegen, das war ein bisschen schade. In der Anfangszeit habe ich dann natürlich ein bisschen gebraucht, neues Umfeld, neue Spieler, wurde dann gleich reingeschmissen, habe super viel Vertrauen bekommen von Armin Fee, und ich denke, das habe ich dann nach einer Zeit dann auch immer mehr zurückzahlen können. Bin viel zum Einsatz gekommen, fühle mich im Verein, also in der Mannschaft, wie ich gerade eben schon gesagt habe, sehr wohl, fühle mich auch in der Stadt sehr wohl. Und deshalb kann ich nicht nur ein sehr, sehr positives Fazit vom ersten Jahr ausziehen, genau. Ja. Und ich hoffe, dass es natürlich jetzt im zweiten Jahr so weitergeht.